Mittlere Reife. Und was jetzt? Das kann es doch nicht gewesen sein. Stimmt. Schulbereiche, Berufskollegs, Fremdsprachen. Nee, Sprachen war noch nie mein Ding. Wirtschaftsinformatik? Hört sich interessant an. Überblick. Infoblatt? Öffnen. Aber was ist das eigentlich genau? Das Berufskolleg Wirtschaftsinformatik geht insgesamt 2 Jahre. Die Voraussetzungen sind ein mittlerer Bildungsabschluss und mindestens eine 3 in Mathe. Es sind keinerlei Vorkenntnisse von Wirtschaftsinformatik notwendig. Im ersten Schuljahr ist das erste Halbjahr die Probezeit. Wer sie besteht, darf weiterhin die Schule besuchen. Wer nicht, muss sie leider verlassen. Um ins zweite Schuljahr zu kommen, ist keine Zwischenprüfung nötig. Im zweiten Jahr kann man eine Zusatzprüfung zum Wirtschaftsassistenten machen. Der Wirtschaftsassistent ist freiwillig, aber notwendig, wenn man die Wirtschaftsoberschule besuchen möchte. Ich studiere zurzeit an der Hochschule Pforzheim im 4. Semester in der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik. Nach dem Abschluss an der Ludwig-Erhard-Schule habe ich ein Studium an der Hochschule Heilbronn begonnen in der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik und bin derzeit im 4. Semester. Ob ich das BKW noch einmal besuchen würde, kann ich nur mit einem Ja beantworten. Ich habe mein Talent für das Programmieren entdeckt und es macht mir sehr viel Spaß, mit dem PC zu arbeiten. Ich würde das Berufskolleg Wirtschaftsinformatik gerne noch einmal besuchen, da es sehr abwechslungsreich ist und es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Natürlich waren die Lehrer auch sehr freundlich. Das BKWI bietet einen guten Grundbaustein für das Studium. Das Berufskolleg Wirtschaftsinformatik war das Fundament für mein Studium. Viele Inhalte, die im Berufskolleg vorkamen, kamen im Studium auch wieder und halfen mir, den Inhalt des Studiums besser zu verstehen.